So, Schnuckis, weiter geht's hier in der Waters of Draenor. Beta mittlerweile. Ich glaube sogar, dass wir... ja, Katka geht's, glaube ich, nicht so gut, oder? I'd say we made an impact. Im wahrsten Sinne des Wortes, der hat einen super geilen Humor, der Typ im Übrigen. Dadurch, dass er halt ein Erzmage ist mit so viel Magie an seiner Fingerspitze wie ich im Bizeps. So. Und wir haben jetzt den ersten Quest. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich auch da, wo wir unsere Garnison nach aufbauen. Das ist aber eine reine Vermutung, deswegen quatsche ich das einfach mal so vor mich hin. Hier können wir Sachen verkaufen, das ist mir aber egal. Ich soll auf jeden Fall noch Sachen machen. Viele tausend Sachen. Yes. Es könnte in die Richtung gehen hier. Das könnte unser Platz irgendwann werden. Hier ist ein Fragezeichen irgendwo. Angeblich. Ach, guck mal wieder an. Ja, ist ja gut. Du musst ja aufräumen, ne? Nix da. Ja, er muss Scheiße wegräumen. Oh, es ist eklig. Du armer Kerl. Würde ich ja gerne machen. Also ich muss jetzt... Oh, mit den Geräuschen, das ist furchtbar. Okay, ich muss einen Schlüssel finden. Bin schon dabei. So, Sekunde. Ja, warte, ich befreie dich. Das ist ja eklig. Das kann man ja keinem antun hier. Man muss gucken, wo man den Schlüssel finden kann. Was ist das denn hier vorne? Oh. Okay, jetzt kann man anschießen, dann explodiert's. Okay. Da hinten wird schon bekämpft, ne? Ja, das ist schon... Ich muss die halt jetzt abschießen wahrscheinlich, bis ich den blöden Schlüssel finde. Wie üblich. Hier hast du noch was zum Spielen. Muss auch nicht. Die laufen alle mit so komischen Kisten durch die Gegend. Blackrock Power Keg ist das, okay. Moment, muss ich das irgendwie einsammeln? Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Die laufen ja wirklich alle mit... Nein, ich wollte gar nicht einklicken. Ja, den machen wir kurz noch auf dem Weg mit. Haben wir gleich. Ja, alles gut. Ja, jetzt fall um. Nö, ist auch nichts dabei. So. Muss ich mir von euch vielleicht ein... Da war gerade was. Da. Nee. Vielleicht ist das die Folgequest. Kann natürlich auch sein, aber andererseits. Guck ich mal kurz nach. Jetzt nehme ich jetzt wieder sowas. Feind. Okay, ich muss also wirklich suchen. Okay, alles klar. Nee, alles gut. Man sieht mich auf der Quest jetzt relativ schlecht wieder. Was ist? Schematics muss ich suchen. Und ein Powder Keg halt. Das Powder Keg ist aber da drüben, wo es aussieht. Irgendwo hier. Gehen wir doch erstmal da lang. Ja, ja. Dreck einfach. Hey, guck mal, die Schematics haben wir gerade gefunden. Jetzt müssen wir nur noch das Ding finden. Das Powder Keg, das hier auch irgendwo sein soll. Da ist schon eins. Nehmen wir mal mit. Könnt ihr jetzt halt kämpfen. Zack, jetzt habt ihr auch so ein Ding auf dem Rücken. Ja, ja, alles gut. So. Und wer sich jetzt immer noch wundern sollte, warum ich so wenig Skills benutze, es ist nicht anders derzeit. Das ist halt jetzt wirklich so. Hüpf. Vollgas. Oh, ich hinterlasse sogar eine schwarze Spur. Das ist ja witzig. Nein. Ach, Mann. Was muss ich denn mit dem Powder Keg machen? Depressed. Achso, wahrscheinlich muss ich das hier machen. Moment. Jawohl. Oh, guck mal, wo es langläuft. Lulz. Da flog er. Geil. Den Ork hat es mal rausgefeuert, ey, wie aus der Kanone. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ist großartig. Das finde ich richtig gut, finde ich richtig gut. Ja, der Löwe ist immer noch eines der schönsten Mounts auf jeden Fall. Auf dem werde ich wahrscheinlich auch reiten, wenn ich denn hier bin. Jetzt suchen ist nur ein bisschen blöd. Außerdem, ja. Ich muss mal... Achso, genau. Können wir mal ganz kurz einen kleinen Cut machen an der Stelle? Nicht stoppen in dem Sinne, sondern einfach, wir haben hier noch irgendwie noch ein paar Möglichkeiten irgendwo gehabt. Jetzt bin ich überlegen, wo das ist. Shop, Journal,
Gildenfinder. Also ich kann es ja wirklich Questing, Dungeons, Raids. Ich bin Damage. Und ich kann unter Weekdays und das. So, Brawl Skills. Zack, hat mir die ganzen Gilden. Ne, seht ihr hier. Und auch immer die entsprechenden Erfahrungen schon mit drin. We are a casual PTR Guild. Feel free to join us for any perks. 18 plus, please, since we are a bunch of crude bastards. Bla bla bla. So. Ansonsten haben wir halt jede Menge Möglichkeiten, sich jetzt wirklich in aller Ruhe Gilden zu suchen. Dadurch kann man also sehr schnell, denke ich mal, auch die Leute dazu holen. Ich denke mal, die Zahl unten dran bedeutet tatsächlich, wie viel. Ne, hier doch 316 Members. Heilige Scheiße. So, Request Membership. Zack. Ist gesendet und jetzt einfach mal warten. Ich muss jetzt eh den Schlüssel suchen. Das heißt, ich kann jetzt auch direkt mal. Moment, hier. Spielt mit der Falle. Und mit meinen Pets. Und mit meinen explosiven Schüssen. Naja, schon recht. Schön, die werfen mir Bomben. Boom. Den Schlüssel habe ich jetzt immer noch nicht gefunden, ha? Na, super weiter. Wo kann man denn den finden eigentlich? Er muss irgendwo da sein. In der Ecke da hinten. Irgendwo da hinten. Hinten der Ecke. Irgendwo. Zeigt zumindest in diese Ecke hier hin. Wahrscheinlich ist es doch in dem Gebäude da drin. Ja, es könnte sein, dass das hier tatsächlich. Ich muss hier runter wahrscheinlich dafür. Zum Schlüsselmeister, runter in den Dungeon. Ich würde fast sagen, das ist der da. Ne? Sag ich doch. Gerade rechtzeitig angekommen. Der brennt, der Typ. Meiner kleinen süßen Armbrust wieder nach oben rennen. Dann machen wir hier so einen Schnelllauf wieder mal. Was da Geräusch ist, oder großartig. Komm. Töte mit deiner Schaufel so viele Orks, wie du kannst. Report to Farseer Drakthar. Na dann. Viel Spaß mit der Schaufel. Der schaufelt den jetzt quasi eine. Jetzt sind wir wieder ein Stückchen weitergekommen mittlerweile. Wo ist das Quest-Frage? Da hinten. Ja, also hier sieht man, hier könnten es tatsächlich noch ein bisschen Vegetation mit einbauen. Das ist. Ja, das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall besser, wie gesagt, als in der Hordenzone. Aber ein bisschen was fehlt hier und da noch. Könnte aber auch daran liegen, dass hier gerade alles unter Wasser gesetzt wurde. Sehr schön. Mit etwas Spucke und Kaugummi, wie das MacGyver immer macht. Kriegen wir das alles schon wieder aufgebaut. Hey, mit wie vielen Leuten soll ich noch quatschen, Mann? Alter! Vor allem mit. Ist, irgendwie sind die Fragezeichen und so weiter. You got my attention? Yep. Hey, good. You do the fighting, I'll do the fixing. Let's go to the tank. Okay, alles klar, ich nehme mich mit. Ich hoffe, du reitest oder du läufst schnell. Eins von beiden. Er läuft wahrscheinlich schnell. Ja, dann gucken wir mal. Climb the rear chains of the Iron World Breaker. Ein Worldbreaker, ein Weltenbrecher. Ein Weltenvernichter. Das müsste doch das Ding hier vorne sein. Das sieht doch nicht so schnucklig aus. Look, back there. I think we can climb those chains. Ja, denke ich auch. Oh, man kann sogar hochfahren. Wir laufen jetzt aber trotzdem mal hoch. Einfach um sich dieses imposante Ding mal anzugucken. Heilige Scheiße. Das ist aber auch groß. Und nun? Das da. So. Enter the World Breaker Side Turret and destroy 200, bla bla bla. Ja, sehr schön. Haben wir so eine kleine Mission zum Ballern. Also haben wir jetzt gerade eines der mächtigsten Waffen der Iron Horde übernommen und können jetzt damit Viecher zerschießen. Naja, gleich. Darf ich mal? Bin ich schon drin? Das war ja einfach. Achso, mit 1 einfach nur. Okay, dann Feuer frei. Ja. Thrall, Entschuldigung, Thrall. Macht nix. Also drüben brauchen wir ein bisschen Hilfe. Okay, kommt. So.
Oh, das ist was in der Mitte. Guck mal, dass das groß ist. Jetzt nicht mehr. Upsala. Also was hätte ich auch gerne als Jäger, als Zusatz. Tank coming over the rise, look out. Die kämpfen hier teilweise mit nichts weiter als ihrer nackten Haut und einer Axt in der Hand. Ja, ist kein Problem, zerschieße ich. Jetzt haben wir Tank gegen Tank sozusagen. Tank und Spank nennt sich das dann auch. Oh, Tank ist kaputt. Die kommen aber ganz schön viele hier. Oh, schön, ein Tank. Einmal, zweimal, dreimal. Ist noch einer. Ab und zu mal kurz nochmal in die Gruppe reingefeuert. Die fliegen so schön. Ich glaube, meine Kanone ist. Na, ne, sieht gut aus. Jetzt kommen sie mit Bomben. Blast those cars before they get close. Okay, alles klar. Jetzt kommen sie mit Bomben an. Da würde ich jetzt nochmal so ein mit einbauen. All die, weil das so ein Eiswagenprinzip hat. Da hinten ist noch eine. Da hinten ist noch eine. Boah, ja, es ist aber eine richtig schöne Kriegssache hier. Muss ich gut ihnen echt gut schreiben. Haben sie gut verkauft hier. Okay, ich sollte mal vielleicht das Still Recharging ausstellen. Ist ja furchtbar. Don't give up. Hier wird nicht aufgegeben. Hier wird weiter gekämpft. Wo ist eigentlich unser guter, der König von Stormwind hier? Die alte Lusche. Thrall, lass mir nicht so viele Leute durch, du Pappnase. Jetzt hast du schon wieder eine Rüstung, kannst du mal was machen. Die kommen mit Bomben ganz schön nah hier. So, das war's das, ne? Ich hab 200 tot. Jawohl, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt? Fire the Iron World Beaker. Achso, Moment, kommt. Und Feuer frei! Nein, nicht. Taste of Iron. Achso, ich muss wieder rein, oder was? Hä? Ich komme nicht mehr rein? Warum geht das nicht mehr? Was muss ich machen? Ah! Ah, jetzt geht's. Okay, puh. Awesome In-Game-Event. Ich vermute mal, dass es normalerweise ein In-Game-Event jetzt noch geben würde, das man gesehen hätte und das heißt ein Placeholder. So, müssen wir jetzt hier weg. Ich glaube, das Ding wird nicht mehr lange hier machen, da oben. Nichts wie weg hier. Run, little dogs, run! Oh weia. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, das Ding. Oh. Echt? Die ganze Armee ist hinter uns? Ach, deswegen awesome In-Game-Event. Okay, also normalerweise ist riesige Armee hinter uns. Ach du Scheiße, ey, ist das geil gemacht. Ich freue mich so auf den Release. Das ist großartig in Szene gesetzt hier. Macht so viel Spaß. So. Wenn sie das auch noch richtig mit Sprachausgabe versetzen, dann wird es richtig geil. Also man muss sich vorstellen, hier kommt eine riesige Armee hinter uns her. Das ist noch nicht fertig gewesen. Und müssen hier wahrscheinlich dann verteidigen. Und dann fahren wir mit einem Schiff, das auch noch nicht ganz fertig geskinnt war, einfach wieder mal Richtung Sonnenuntergang. Ne? Sieht noch ein bisschen komisch aus. Ein bisschen hölzern. Kann man einmal mal irgendwie eine Zigarette ausdrücken und schon brennt's. Ach ja, dieser uralte, hässliche Ladebildschirm könnte auch mal irgendwann mal ausgewechselt werden. Aber es hat bestimmt keine hohe Priorität in den Sprints. Dementsprechend sind wir jetzt wieder woanders. Sieht so ein bisschen nach Draenei aus. Ja. Ja, das tut es tatsächlich. Und an der Stelle machen wir auch wieder einen kleinen Cut, ein Päuschen und machen demnächst weiter. Bis dann. Aber erstmal gucken wir uns das noch mal kurz an. Moment. Hübsch hier. Ja, kurz absteigen, dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ja, es ist definitiv eindeutig und so Draenei. Oh, das macht ein sehr schönes Forscherbild. Mit dem Mund hier. Vielleicht noch eine kleine. Great job! Hm, ein Stückchen zurück.
Das ist aber echt ein sehr schönes Bild hier. Gut, Päuschen. Gut, Päuschen.